Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Extraklasse. Und zwar ist es ein Video, was ich normalerweise nicht machen würde, beziehungsweise generell mache. Aber es gibt tatsächlich eine neue Art Doku-Reihe, die in Kürze, nämlich im Mai, kommen wird. Und zwar nennt es sich Prehistoric Planet. Bei Prehistoric Planet handelt es sich dabei um endlich mal wieder eine gesamte Doku-Reihe über Dinosaurier, welchen etwa so erzählt werden wie damals Dinosaurier im Reich der Giganten, nur eben mit moderneren Darstellungen von Dinosauriern, welche sogar, wie man sieht, wissenschaftlich akkurater sind als zum Beispiel Dinosaurier im Reich der Giganten allgemein. Und ich finde, von der Darstellung, wie das bisher in den Trailern gesehen wird, sieht das einfach Hammer aus. Die Dinosaurier sind richtig gut in das Gebiet hinzugefügt, als wären die wirklich in dieser Natur, wo man sicherlich auch wieder realistische Aufnahmen genommen hat, wo man dann halt die CGI-Dinosaurier sozusagen drüber gemacht hat. Doch nicht nur das, allgemein finde ich auch geil, wie in dem Trailer die ganzen Dinosaurier dargestellt sind. Wie zum Beispiel gibt es da einen Langhals-Dinosaurier, welcher ein bisschen aussieht wie Brachiosaurus. Aber dann hat es zum Beispiel so erweiterte Dinge, wie zum Beispiel solche Blasen, mit denen es Geräusche machen kann. Und dann gibt es da höchstwahrscheinlich auch einen Velociraptor, so wie das aussieht. Und der ist mal gefiedert dargestellt und nicht so wie die Jurassic Park Velociraptoren. Und das Allerwichtigste, was so eine Doku vor allem ausmacht, ist tatsächlich, dass solche Tiere endlich mal wie Tiere dargestellt werden und nicht eben wie Movie Monsters. Deswegen freue ich mich schon ziemlich besonders auf die Doku. Ich werde sie zwar direkt am ersten Tag nicht gucken können und viele von euch sicher auch nicht, weil man dafür Apple TV braucht, ist so ein Stream-Anbieter wahrscheinlich wie Netflix, nur über Apple halt. Aber ich hoffe insgeheim tatsächlich, dass diese Doku auch irgendwie seinen Weg zu Netflix finden wird, genauso wie manche andere Formate, denn diese Doku ist nämlich von den Machern von Unser Planet, beziehungsweise Our Planet oder Blue Planet besser gesagt, wo die speziell tatsächlich auch David Attenborough mitgewirkt hat. Und dementsprechend finde ich, sieht das auch einfach aus. Die Dinosaurier sehen einfach klasse aus. Die fügen sich echt toll in unsere Welt sozusagen hinein. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass sie sich auch sehr, sehr, sehr viel Zeit bei der Produktion genommen haben. Genauso wie damals bei Dinosaurier im Reich der Giganten. Und von dem, was man ja bisher im Trailer sieht, kann ich es auf jeden Fall kaum erwarten, es selber zu sehen. Ich hoffe insgeheim wirklich, dass es wirklich auf Netflix rauskommt. Ansonsten markiert euch mal den 23. Mai im Kalender. Denn dort wird nämlich diese Doku-Serie mit etwa 5 Episoden dann schließlich auch veröffentlicht werden. Und ich bin tatsächlich selber auch schon gespannt, wie es sein wird, auch wenn es sicher für Leute wie mich, die halt nur Netflix haben, es wahrscheinlich auch eine Weile dauern wird, bis sich Netflix sozusagen die Rechte davon erkauft hat und es dann übersetzt hat. Aber wie dem auch sei, ich hoffe tatsächlich, dass es irgendwann mal noch mehr von solchen Dokus geben wird, die genauso geil aussehen, weil wenn man heutzutage Dino-Dokus sieht, sehen die noch lange nicht so gut aus wie das, was man hier jetzt zum Beispiel sieht. Denn manche Dokus, die basieren halt wirklich nur auf Museen-Fakten beziehungsweise was die ganzen Museen ausstellen oder welche Forschungen über Dinosaurier halt am akkuratesten nicht akkurat dargestellt werden oder so. Aber eine richtige Doku wie diese hier sind heutzutage wirklich sehr selten geworden. Man kann wirklich sagen, Ende der 90er war sozusagen die Blütezeit von solchen Dinosaurier-Dokus. Und bis 2001 oder sogar 2009 oder so gab es tatsächlich nur noch ganz wenige von diesen Dokus. Und irgendwann sind sie dann plötzlich komplett weggefallen. Ich denke aber auch, dass früher oder später eventuell auf YouTube vielleicht ein paar Szenen auftauchen werden, wie diese hier mit dem T-Rex, welche ich richtig toll finde. Denn hier wird nämlich auch mal betont, dass nicht nur die Mutter sich immer um die Kinder kümmern muss, sondern auch vielleicht mal das Vatertier. Und damit wird tatsächlich eine Misconception von diversen Tierarten tatsächlich
mal nicht dargestellt, und zwar, dass sich immer nur die Muttertiere um Tiere kümmern müssen. Denn bei heutigen Tieren wie Vögeln und so ist es ja auch üblich, dass sich vor allem auch männliche Tiere mit am meisten um den Nachwuchs kümmern. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel, was man jetzt aus dem ersten Clip sieht. Ob diese Doku allgemein gut wird oder nicht, muss man auf jeden Fall am Ende selber entscheiden. Aber das, was man bisher sieht, wie zum Beispiel ein schwimmender T-Rex oder jagende Dinosaurier im Schnee oder wie dieser Plesiosaurus oder die ganzen Teilaufnahmen, die lassen mich schon wieder dahin schmelzen. Noch viel mehr als eigentlich bei Dinosaurier im Reich der Giganten, wo man tatsächlich nur geschwingwrappte Tiere gesehen hat. Und wie ich schon gesagt habe, eigentlich mache ich ja nicht solche Videos, aber ich denke gerade, wenn man Dinosaurier mag und so, abgesehen davon, wenn man immer sagt, Dinosaurier wären mehr als für Kinder, muss ich einfach mal sagen, dass diese Dokumentation das Gegenteil davon beweist und nicht einfach durch nur doofen Synchro ruiniert wurde. Denn es wird einfach mal Zeit, dass Dinosaurier genauso wie alle anderen Tierdokus auch behandelt werden oder genauso wie alle anderen Medien über Tiere und nicht einfach auf irgendwelche Schubladen verteilt werden, wie zum Beispiel nur für Kinder oder was auch immer. Und genau gerade deswegen finde ich, dass diese Doku gerade ein anderes Licht auf Dinosaurier werfen wird, als zum Beispiel Jurassic Park oder eben ein Dino-Zug oder die ganzen koreanischen Dino-Filme, wie zum Beispiel Speckles oder Walking with Dinosaurs 2013, welcher zwar auch ziemlich gut aussah, aber leider, wie schon gesagt, durch diese komische Synchro halt ein kleines bisschen ruiniert wurde. Deswegen sage ich auch immer lieber mehr von sowas als von irgendwas anderem. Ich meine, Kindersendungen mit Dinosauriern sind zwar gut, aber wenn man gerade versucht, eine Dokumentation oder sowas zu machen, sollte man tatsächlich daran denken, lieber auf irgendwelche Klischees zu verzichten. Und gerade das wird diese Serie auf jeden Fall richtig machen. Ich freue mich schon sehr, wie das sich alles audiovisuell vor allem auswirken wird und vor allem, wie die ganzen Dinosaurier auf die gesamte Umwelt wirken und vor allem, wie die Dinosaurier alle allgemein dargestellt sind. Ich meine, hier in der Vorschau sehen sie schon sehr gut aus mit den ganzen Federn und mit diesen gesamten Settings und mit den Schuppen und den Details. Aber ich will halt das dann auch ein bisschen genauer sehen und ich freue mich halt schon darauf. Deswegen klinke ich mich hier aus und verabschiede mich von euch. Euer Draco von DTV Entertainment. Bis bald.